Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Und im heutigen Part wollen wir ja noch ein bisschen was machen hier, denke ich. Ein bisschen aufräumen. Und dann können wir auch schon den Tag beenden, denn wir sind schon relativ nah am Ende des Tages. Es ist immer noch fortführend von dem, was wir gestern erlebt haben. Also, nicht gestern, entschuldigt, vorgestern. Ich habe gerade vergessen, dass ich einen Zweitagesrhythmus Let's Plays veröffentliche. Und ja, wir haben Stein gefunden. Ein Stück Stein. Gut. Schön, dass wir Stein finden. Aber es ist sehr gut, dass wir jetzt so ohne weiteres das Feld freiräumen können. Ich kann mich noch erinnern, in Harvest Moon Friends of Mineral Town brauchte man erst den geupgradeten Hammer dafür. Und es war, naja, ein bisschen merkwürdig. Okay. Damit haben wir erstmal so ein bisschen unser Feld bearbeitet. Es ist jetzt frei. Und mal schauen, wir können uns ja noch ein bisschen anderen Dingen widmen. Vielleicht gucken wir mal in die Herberge rein. Ich denke... Oh, Wildbeeren. Nehme ich. So. Die Wildbeeren... Ich denke, die können wir so als kleine Snacks aufbewahren. Oh, hallo. Selin, lass noch mal ein bisschen miteinander schnacken. There are some shoots in the garden I wanted to check on. Spring is so exciting. Ich denke ehrlich gesagt, dass Selin derzeit mein Girl of Interest ist. Dean is a great place to swing by if you're looking for a bite to eat or some company phantasm. Or you can just talk to me. Das ist eine faire Einladung, die gefällt mir. Aber ja, ich will erst mal schauen, was hier so das Abendleben bietet. I know you're the new farmer and all, but don't get jealous. I'm the one in town who's known for being corny. Ha, das ist vollkommen fein. Oh, Phantasm. We're so thrilled. You moved to town. You're already fitting in right in. Hemlock's been a real friend since I took up residence in Mystria. But I'm still not going to go easy on him when we play cards. Uh-oh. How do you like town so far, Phantasm? Nice, right? Don't forget, if you're looking for good food and good company, the Sleeping Dragon Inn's got you covered. You can find artifacts all over Mystria. They can be donated to the museum or sold. But I really hope you donate them. Ich denke, ich werde es immer so machen, dass ich erst eins ans Museum gebe und dann später die Sachen verkaufe. As a representative of Mystria, it's my responsibility to get you oriented. So if you have any questions, please ask my sister Adeline. Wow, danke. Unless you're looking for the best sweets in town, then I'm your man. So, was sagst du? Oh, Phantasm, are you finding your way around town alright? Making friends? Do you have enough to eat? Don't forget to take a big bowl of soup from the inn's pot. Reyna changes the receipt daily. Wait, darf ich das free? Nee, oder? Soup looks great today. Today's flavor is vegetable soup. Do you want a bowl of soup? Wirklich? Ich darf das einfach so for free nehmen? Das ist ja nice. Okay, aber alles andere kann ich nur erwerben. Und es ist ziemlich pricey. Also das kostet schon ordentlich, das Zeug hier. Das können wir uns ohne weiteres erstmal nicht leisten. Aber. Das soll uns erstmal nicht weiter interessieren. So, gibt es noch irgendjemanden, den ich ausfindig machen möchte heute Nacht? Ich denke jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es ist noch ganz nett zu sehen, was so das Stadtleben bietet am Abend. Out for a late night stroll. It's a great way to relax before bed. You're new here, so I'll tell you a secret. There are so many adventures in Mystria, Phantasm. Oh, wow. Phantasm, have you broken up the rocks around your farm? Sometimes there is insects living underneath. I'd love to see what you find. Oh, it's the newcomer. I suppose I should be thankful. I was the newcomer until you arrived. Josephine's got someone's new... Wait. Entschuldigt. Josephine's got someone new to fuss over. Ich meine, fair. Hab ich auch kein Problem mit. Ich würde noch mal gerne Adeline Hi sagen.
Hallo Schmiede. Oder können wir auch gleich mal die Schmiedepreise auschecken? Also die Kupfersachen kosten alle jeweils 1.000. Kupfererz kostet 50, aber ich denke, das können wir dann auch von uns aus abbauen nach einer gewissen Zeit. Not now, Phantasm. I have somewhere to be. I've got big hopes for you, Phantasm. Und was hast du noch zu sagen? Hey, Phantasm, how's it going clearing the farm? Find any cool rocks? I'm only asking because I'm a rock guy. Wow, du rockst. Also ich persönlich bin eher der Metal-Typ, aber ich höre auch sehr gerne Rock, also von daher kein Problem. Okay. Scherz beiseite. Ich denke, wir können für heute erstmal den Abend ausklingen lassen. Wait, was hast du noch zu sagen? Sometimes the waves put me to sleep and sometimes they wake me up. Ja, fair. Absolut fair. Bedenkt übrigens immer noch, Leute, das Spiel ist im Early Access. Das heißt, das Spiel wird noch bei weitem nicht alles liefern, was wir jetzt derzeit erhoffen von einem Stardew Valley oder ähnlichem. Nur damit ihr das nicht vergesst. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir. Und dann würde ich nochmal kurz in unser Menü schauen. Und zwar. Ah, okay. Wait, wir können Dosi-Gifts geben? Oh, das ist ja super. Oh, es gibt sogar eine Checkliste, mit wem wir heute alles gesprochen haben. Wait. Wait. Das ist cool. Das heißt, wir haben mit Elsie und mit Dosi noch nicht gesprochen und wir sollten jeden Tag eventuell mit den Leuten sprechen. Das will ich jetzt noch machen. Danach gehen wir pennen. Vorausgesetzt, ich kann um 23 Uhr noch irgendwo reingehen, in das Bathhaus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber finden wir es heraus. Ich will natürlich mich mit dem Hund anfreunden. Also bitte, ich bin ein Hundtyp. Ich bin ein absoluter Hundtyp. Ich habe mein Leben lang einen Hund besessen. Teilweise sogar zwei. Josephine, lass mich nochmal rein. Entschuldigt, ich habe kleine Aufstöße gerade. Contrary to his name, Dozy appears to be wide awake. Er war gerade am Schlafen. Das ist eine Lüge. Ich kann ihn streicheln. Sehr schön. Spiele, in denen man Hunde streicheln kann, sind automatisch 10-mal besser. Und ja, dann wollen wir noch mit der Lady hier oben sprechen. Da ist sie. I know to some Mysteria may seem a tiny backwater town, but keep an open mind. It has charms the capital could never offer. You'll see. Keine Sorge, ich bin ein Dorfjunge, ich weiß, was das bedeutet. Das musst du mir nicht erklären. Gut. Also, ich versuche immer jeden Tag mit allen zu sprechen, aber wenn ich denke, es wird mühselig, dann werde ich mich nur auf die fokussieren, bei denen ich unbedingt möchte, dass die Beziehung halt hochgeht. Also insbesondere natürlich das Love Interest, bei dem ich mir jetzt noch nicht sicher bin, aber es wird höchstwahrscheinlich Celine, habe ich ja gemeint. Und andernfalls, ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja Rabatte oder so. Und es ist Zeit, schlafen zu gehen. Es wird natürlich auch ein Spaß herauszufinden, wer was mag. Celine hat ja gemeint, sie mag Tulips. Oh? Well met, mortal. You're the Guardian Dragon. I am Calorus, the Guardian of Mystria. Thank you for repairing my shrine. Können wir darüber reden, dass Calderis ein Herz hat? Ah, I have been asleep since. Well, I can't seem to remember exactly. Even now, my mind is shrouded in fog. Magical essence has begun to flow again in Mystria. Of that much I'm certain. I ask you to extend your assistance once more, mortal. I need you to collect this essence and offer it at my shrine so that I may regain my strength. I hereby bestow upon you the ability to sense and collect essence. You should find it naturally when going about your daily tasks. Would you like to view the skill perk tutorial? Ehrlich gesagt nicht.
Ich denke, das finden wir auch heraus. I grow tired. Let us speak again tomorrow at my shrine. I'm honored. You can count on me. Oh, ich hoffe, dass das wie die Erntegöttin aus Harvest Moon ist. Aber bitte nicht so tedious. Die Erntegöttin aus Harvest Moon, Friends of Mineral Town, kann man tatsächlich heiraten. Aber es ist sowas, wo man sich sagen kann, das ist so ein 100% Achievement-Ding. Wenn man die Erntegöttin heiraten möchte in Harvest Moon, muss man eine gigantische Checkliste an Sachen machen, die teilweise halt 4 Ingame-Jahre kosten. Und ich würde jetzt mal so grob sagen, ein Ingame-Jahr sind so 20, 30 Spielstunden. Und solange man das nicht erreicht hat, viel Spaß. Sleep now, mortal. We will speak again soon. Okay. Ring. Bling. Town Rank 2. New reward available in the reward chest next to the request board. Oh, und direkt Town Rank 3. New reward available in the reward chest next to the request board. Okay. Da bin ich mal gespannt. Wednesday. Es ist Mittwoch, meine Kerle und Kerlinnen. So, dann speichern wir ganz kurz. Schauen natürlich auch über... Ah ja, morgen ist Ryas Geburtstag. Mal schauen, ob wir vielleicht irgendwas herausfinden können, ihm bezüglich. Let's repair the bridge. Tatsächlich war das auch mein Gedanke. Phantasm, I'm sure you noticed the state of the bridge into the town when you arrived. I'd like to introduce you to a group of us that are spearheading a repair plan. Could you meet with us at the bridge east of town, Adeline? Natürlich, natürlich. Lass mich noch, bevor ich das tue, schnell meine ganzen Sachen hier wässern. Und dann können wir sehr gerne loslegen. Ich denke, danach würde ich erstmal aufs Requestboard schauen, alle Leute ansprechen, die mir begegnen und ja. Ich bin tatsächlich so eine Person, ihr könnt mich mit so einem Aufwachen wie 6 Uhr morgens hart jagen. Also, mein Job, den ich derzeit habe, kann ich froh sein, dass ich um 8 Uhr morgens aufstehen kann und selbst das ist mir eigentlich zu früh. Ah, greetings, mortal. The time has come for you to begin collecting essence. Essence will appear in the form of small purple orbs as you go about your day. Try activities such as farming, fishing and mining. You will be sure to find some. Use this shrine when you want to offer your collected essence. In exchange, I will use my restored power to grant you skill perks. These skill perks will serve to make life easier for you. I grow tired. Let us speak again tomorrow. Okay. Ich bin mal gespannt, wann und wie viel Essenz wir finden. Wir haben ja scheinbar schon eine. Ich kann mich nicht daran erinnern, die aufgenommen zu haben, aber müssen wir ja auch noch nicht jetzt abgeben, oder? Die Wildberries nehmen wir natürlich mit. Dann würde ich erstmal kurz noch eins höher gehen und das Requestboard anschauen. Request for Berries. Oh, na, perfekt. I'm craving something sweet. Das machen wir doch, Island. Kein Problem. So, wir nehmen die beiden Rewards und schauen erstmal, was wir hier haben. Unlock Cosmetic. Oh. Adventurous Hood. You can now equip this cosmetic in the customization menu. Sehr schön. Und natürlich packe ich erstmal den Geldbeutel aus. Ah, Thoughtful Strike with a pickaxe is a great way to move any furniture you have placed, Phantasm. I wonder who figured out you could do that in the first place. Das ist wirklich sehr wild. Phantasm, thanks so much for visiting me at work. Let me know if you need anything. Wir könnten uns natürlich jetzt, wo wir ein bisschen Geld haben, wieder ein paar Sachen leisten. Was wäre denn so preis-leistungstechnisch das Beste hier? Ich denke Turnips. 4 Tage für 40. 25 kosten sie. Haben wir eine Differenz von 15. Hier haben wir eine Differenz von 35, aber es kostet 6 Tage. Natürlich wäre Cabbage das Attraktivste, aber ich denke, wir gehen erstmal für Potato. Kaufen uns dreimal Potato und kaufen uns noch ein paar, eine schöne Anzahl an Tulips.
Wait. So, jetzt ist richtig. Okay. Mit Nora haben wir schon gesprochen. Wait. Ihr Vater ist neu drin. Mit dem wollen wir natürlich sprechen. Auch wenn wir ihn vermutlich am Abend in der Herberge finden. Ich denke, ich werde es so ein bisschen immersiv machen und immer versuchen, abends in die Herberge zu gehen und alles. I'm tidying up while I can. Dell's the messiest now, but when Celine was little, she was twice the man as Dell is. She'd fall asleep in the middle of potting her sprouts and use a sack of potting soil as a pillow. Dirt all over the carpets. Okay, gut, das ist auf jeden Fall cute. Das sind so die kleinen Secrets, die du nur erfahren kannst, wenn du mit Eltern redest. Den Rest muss ich jetzt erstmal nicht ansprechen. Ich denke, den werde ich später im Laufe des Abenteuers nochmal treffen. Und dann würde ich jetzt erstmal zur Ostbrücke gehen, wo auch immer die gerade war. Das müsste hier vermutlich das sein. Wenn ich jetzt einfach die Eastern Road durchlaufe. Da, 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 da. Ich hoffe, dass wir unterwegs auch direkt noch ein paar Wildberries finden. Ansonsten muss ich nämlich welche... Oh, hi Josephine. Nee, Juniper, Entschuldigung. Sie hat ja vorher Josephine gesagt, deshalb habe ich das gerade im Kopf gehabt. The Loud One, Marge. He's actually quite skilled at his metalwork, when he's quiet enough to concentrate. Wir haben quite skilled mit TE und wir haben quiet im Sinne von ruhig mit IET. Das ist wild, dass du das zweimal in einem Satz verwendest. Also es macht das Lesen ein bisschen interessant, meine ich damit. Which doesn't happen nearly often enough. Noch ein Stück. Einfach geradeaus östlich. Genau, hier sind wir. Guten Tag, Gang. Hey, Phantasm. We were just getting started. Adeline, you know I'm up for it, but this is a big project. You can rely on me to keep Mystria supplied with the basics until the construction is done, but I can't work miracles. Without the bridge, I can't get my wagon in and out of town, and there's only so much I can carry on my back. I've allocated all the resources I can for this, but the earthquake relief from the capital hasn't been as robust as we'd hoped for. I've talked it over with the other merchants in town. We're happy to contribute funds. You've got our backing. That's wonderful to hear, Nora. However, with the whole kingdom in dire need of repair materials, we can't afford the inflated prices on the stone and wood we'll need. Sounds like it's my time to shine. Wonderful, Phantasm. I knew you were the right person for the job. Gathering materials locally would definitely speed things up. That farmland of yours is loaded with high-quality stone and timber, Phantasm. If you're willing to do the gathering, we can compensate for the materials. By my calculations, 60 stone and 60 wood should be enough. Das ist tatsächlich ziemlich wenig. Ich habe so mit 200 oder 300 gerechnet, aber 60? Das ist ja wenig. Sounds right to me. Okay, wenn der Carpenter das sagt. I'm sure you'll come through. And with a repaired bridge, we'll be able to get a Saturday market up and running again. Dann sollte das auch meine erste Priorität sein. Es war tatsächlich, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, auch mein Gedanke. Ja, das will ich als erstes machen. Mal schauen, wann ich das machen kann. Und sehr schön. I'll set up a donation box here at the bridge for you to deposit any gathered materials. Come talk to me when you're finished and we'll begin the repairs. We're counting on you. Ich meine, wir haben direkt da drüben ein bisschen Holz, was ich mal einmal umlegen kann. Wir nehmen natürlich das mit, die Tulip. A pretty pink flower grown in the spring can be given as a gift for used in various crafting receipts. Okay. Donk, donk, donk. Und damit du nicht direkt Inventarplatz wegnimmst. Okay. Dann würde ich sagen, Rock and Stone. Nee. Mach ich aber nicht jetzt. Ich will so early wie möglich angreifen, aber ich mache es nicht jetzt. Ich möchte nämlich tatsächlich erst die Wildberries finden, damit wir auch ein bisschen... Oh, Essence. Sehr schön. Gut, jetzt wissen wir auch, wie das aussieht. Ich möchte erst die Wildberries finden und wenn nicht, dann gehe ich zurück zu meiner Farm und kümmere mich darum. Nevermind, hat sich erledigt.
Und wir finden auch direkt noch eine Tulip. Nehme ich auch mit. Sehr schön. Und noch mehr Wildberries. Oh, ich kann sogar Schilf mitnehmen. Fluff extracted from the pot of a cattle plant. Used in crafting receives. Sehr schön, sehr schön. Gut, gut, gut. Dann gehe ich erstmal zu Eilen und gebe ihnen die Beeren, damit das vom Tisch ist. Und dann gehe ich auf die Farm, pflanze das ein. Spreche natürlich unterwegs mit allen Leuten, die ich finde. Und wie wäre es, wenn ich dir erstmal eine Tulip gebe, um zu schauen, was du dazu sagst? Hm, thanks. Okay, sie ist okay damit. Nichts Besonderes, aber okay. Und da können wir gleich, wenn wir einmal hier in der Nähe sind, schauen, wo ist Celine? Celine ist hier unten. Oh wait, ich sehe gerade dann The Beach, da waren wir noch gar nicht. Ich sehe auch gerade hier auf der Sweetwater Farm, da ist ja das Tier von Hayden. Das haben wir auch noch gar nicht kennengelernt. Müssen wir mal machen. Aber erstmal, wo ist... Ah, der ist da drüben. Das trifft sich ja ganz gut, weil wir sowieso dahin müssen. Dann gehen wir erstmal zu Eiland. Kann ich hier rüber übers Feld? Ja, da oben. Da oben. Aber das sehe ich später. Guten Tag. Oh, the wild berries I asked for. Thank you. Here's my receipt for berries and cream. I hope you like it as much as I do. Okay. Donate. Dann würde ich dir die Tulip tatsächlich donaten, damit ich jetzt Platz habe. Und dann kriegen wir das Receipt. Das kann ich vermutlich auch direkt einlösen, nicht wahr? Ja. Damit habe ich nämlich direkt auch wieder Inventarplatz. 6 Wildbeeren, ein bisschen Zucker, denke ich, ist das. Kein Salz, sondern Zucker. Und dann können wir Berries and Cream machen. I imagine you're very busy getting situated, but I had wanted to ask, have you had a chance to see Mysteria off the beaten path? There are runes and artifacts to be found everywhere. This land is rich with history. Ja, das machen wir doch, keine Sorge. Are you still clearing out your farm, Phantasm? Have you found any monsters? You gotta tell me if you do. The Dragon Guard helps anyone in need. The Dragon Guard? Als Fan von Drakengard finde ich das gerade ziemlich witzig. Have you had the food my sister Raina makes yet? It's really yummy. I wonder what kind of insects are in the mines. Dell says we'll explore there when we're older. That's good. I'll be less scared by then. Das ist alles sehr fair. Falls ich noch eine Tulip finde, werde ich sie Celine geben. Falls nicht, auch nicht schlimm. Dann belassen wir es erstmal dabei. Und dann gehe ich ja auch erstmal zurück auf die Farm, wie ich es ja schon gesagt habe. An ancient stone griffin. They seem to be a common feature in Narrows. Okay. Und mehr Wildbeeren. Her damit. Noch mehr Wildbeeren. Ich glaube, wir können ordentlich kochen lernen dadurch, weil wir so viel haben inzwischen. Kann die ganze Zeit die Berry and Cream machen. So. Lagern wir erstmal ein. Zack. Zack. Und dann würde ich sagen, als letzte Aktivität für heute, ja, es ist schon wieder soweit. Das Let's Play geht echt viel zu schnell rum, Leute. Pflügen wir noch ein bisschen. Und dann pflanzen wir ein. Zack, zack, zack. Daneben gehauen. Aber hey, ich habe genau die richtige Anzahl an Feldern derzeit. Wässern wir alles noch schön. Und... Jupp. Eine weitere Essenz. Wunderbar. Und wir sind erstmal durch für heute. Das ist, ich muss gestehen, derzeit ein ziemlich spaßiges Let's Play-Projekt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mir das so viel Spaß machen würde, einfach mal so ein bisschen Chill-Out-Let's Playen zu können, wo ich halt nicht
davon besessen bin, die ganze Zeit irgendwie Fortschritt zu machen, sondern einfach in meinem eigenen Tempo das Ganze hier voranschreiten zu lassen. Und das macht mir tatsächlich ziemlich viel Spaß. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich hoffe, euch auch. Und ja, falls das der Fall ist, werden wir uns im nächsten Part wiedersehen, denke ich. Bis dahin, macht's gut.